Auf dem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in der Stadt Schleswig angekommen. 25.000 Einwohner hat die Stadt. Sie liegt südlich von Flensburg an der Ostsee. Wir sind hier in der Bucht des Flusses Schlei. Eines der schönsten Bauwerke hier in Schleswig, das ist der Dom. Nicht weit davon entfernt vom Schleswiger Dom, da liegt die Insel der Fischer oder besser die ehemalige Insel der Fischer. Denn die Insel ist heute mit dem Land verbunden. Was besonders auffällig ist, der Mittelpunkt der Siedlung, das ist kein Marktplatz, das ist ein Friedhof. Das ist Schleswig und gleich unten am Wasser, da liegt die Fischersiedlung Holm. Genau im Zentrum, da liegt dieser kleine Friedhof mit einer Kapelle, um den herum gruppieren sich die Fischerhäuschen. Die kleine Kapelle hier, die stammt aus dem 19. Jahrhundert, es gab aber bereits im 12. Jahrhundert hier eine Kapelle. Diese niedlichen Häuser hier, die machen den Charme des Stadtteils aus. Sind sie nicht niedlich, so fein herausgeputzt, liebevoll restauriert? Hübsche Details gibt's hier überall. Sauber und gepflegt, wie eine Puppenstube oder eine Filmkulisse. Filme wurden hier übrigens auch schon gedreht. Der Name der Fischersiedlung, Holm, oder besser der Holm. In der dänischen Sprache bedeutet das Wort kleine Insel. Die Dänen spielen hier oben im Norden in der Geschichte eine bedeutende Rolle. Das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Immer wieder sieht man an den Häusern Klönschnacktüren. Das sind zweigeteilte Türen, die konnte man oben auch öffnen, nur um sich zu unterhalten. Der Schnack vor der Tür. Die Siedlung hier, die entstand um das Jahrtausend. Früher war die Insel durch einen Seitenarm der Schlei von der Stadt getrennt. Auf die Insel, da kam man über eine Brücke. 1933 wurde der Seitenarm trockengelegt. Heute führt an der Stelle des Seitenarms eine breite Straße. Fischer, Handwerker und Händler lebten auf dem Holm. Und durch die Insellage führte man hier ein Eigenleben. Schon im 12. Jahrhundert hatten die Holmer Fischer auf der Insel Privilegien und Sonderrechte. Erteilt zum Beispiel auch von König Christian I. von Dänemark. Da heißt es an einer Stelle, die Fischer haben das Recht, frei zu fischen auf der ganzen Schlei und können ihre Netze zum Trocknen auf dem Land ausspannen, soweit sie mit der Ruderpinne vom Schiff aus werfen können. Dieses Recht gilt im Übrigen noch heute. Um das Jahr 1900 lebten etwa 100 Fischerfamilien auf dem Holm. 50 Jahre später gab es hier noch 60 Fischer. Heute lebt hier nur noch eine Handvoll Fischer auf dem Holm. Klar, dass dieses Zusammenleben auf der Insel eine besondere Gemeinschaft geschaffen hat. Die Holmer Fischer gründeten um 1700 die Holmer Beliebung. Das ist eine sogenannte Totengilde, also eine Gemeinschaft, in der man sich bei Krieg und Pest untereinander half. Die Holmer Beliebung existiert übrigens noch heute. Wer den Holmer besuchen möchte, am Zugang zum Viertel an der Süderholmstraße, da gibt es ein kleines Holmmuseum. Hier wird die Geschichte der Holmfischer auf vielen Fotos gezeigt und festgehalten. Aber es lohnt sich nicht nur hier zum zentralen Platz, dem Friedhof zu kommen und sich hier die Häuser anzuschauen, geht doch mal in diese Nebengassen. Es lohnt sich wirklich. Parkplätze gibt es übrigens am Hafen und etwas weiter neben dem Dom in einem Parkhaus. Hier auf dem Holm kann man nämlich nicht mit dem Auto fahren. Da es hier auf dem Holm auch Gastronomie gibt, kann man sich auf dem Holm durchaus ein paar Stunden aufhalten. Inzwischen sind wir bei unserem Rundgang wieder an dem zentralen Platz mit dem Friedhof angekommen. Einfach herrlich hier, man kann sich hier auf eine Bank setzen und sich einfach nur die Häuser anschauen. So, das war's dann vom Schleswiger Holm. In diesem Sinn, tschüss.